Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde mich hier am Objekt 182, einem ehemaligen Marine-Kommandobunker aus Jugoslawiens Zeiten. Das hier ist der Eingang, aber ich musste feststellen, dass dieser Eingang neuerdings verschlossen ist. Durch diesen Tunnel kommt man über diese Röhre in den Bunker hinunter. Da aber der Eingang verschlossen war, musste ich mich aufmachen, eine Alternative zu suchen. Nun fand ich zunächst erstmal diesen Eingang, der sich aber relativ schnell als Sackgasse erwiesen hat. Auf dem Gelände war auch noch ein verlassenes Haus, wo ich hoffte, eventuell durch den Keller einen Eingang zu finden, aber auch da Fehlanzeige. So durchkämmte ich das ganze Gelände nach einem Eingang und fand dabei diese Parabolspiegel und Antennen, die hier noch vorhanden sind, was bei den meisten Bunkeranlagen nicht mehr der Fall ist. Ja. Auch dieser kleine Eingang war bloß eine Sackgasse. Also begab ich mich an den Südeingang und suchte dort. Hier war ein Eingang, der auch verschlossen war, aber nicht verschlossen genug. Also dann mal rein in den Bunker. Jetzt befinde ich mich in dem kleinen Raum, wo einmal die Treppe nach oben führt und einmal ein Gang weiter nach hinten führt. Ja, das Objekt 182 war das Operations- und Kommandozentrum der VPO und es befindet sich rechts des Flusses Tschermovnica nahe der Stadt Split, und zwar in dem Berg gegenüber der Schule. Hier wurden Informationen von Radar- und Beobachtungsstationen zusammengetragen. Alle Schiffe und Flugzeuge wurden auf Plexiglasscheiben dargestellt, auf welchen die Konturen bzw. Karten angebracht waren. Der Komplex hat zwei Teile. Der ältere wurde in den 50er Jahren gebaut und später wenig genutzt. Und der neuere Teil, der in den späten 70ern gebaut wurde, wurde dann 1980 fertiggestellt. Die Höhe der Anlage beträgt mehr als 60 Meter. In der Anlage sind Telekommunikations- und Funkräume, Küche, Schlafräume mit 80 Betten, Sanitäranlagen, Generatorräume zur Stromerzeugung, Belüftungsanlagen, Büros sowie Trinkwasseranlagen. Ja, heute ist es alles verlassen und teilweise schon verwüstet. Ja, noch alter Stromerzeuger, Lüftungsanlagen, Wasserpumpen und letztlich noch ein großer Heizungsofen. Ja, und das ist jetzt hier diese Kommandozentrale mit diesen Plexiglaswänden, wo diese Karten drauf sind. Leider jetzt nicht mehr viel davon zu erkennen. Ist auch teilweise auch schon viel zerstört worden.
Ja Leute, und das war's auch schon zu diesem Bunker. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht abonniert ihr ja sogar meinen Kanal. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao!